Hallo Leute und willkommen zurück bei Minecraft. Der Coke Oven braucht noch ein gutes Stück. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Fläschchen fertig gehabt. Ja, wow. Aber ich möchte halt auch noch ein bisschen was anderem anfangen. Was ich mir dazu noch so überlegt habe, was man cool machen kann. 1000 Dinge auf einmal tun. Oh hey! Und zwar brauche ich dafür noch ein bisschen Cleanstone. Der müsste hier rumfliegen, genau. Und das restliche Zeug, das ich brauche, dürfte schon drüben sein. Denn ich brauche ein bisschen Redstone und Eisen. Und Glas. Und zwar, ich glaube, in Form von einem Panel. So, und ich denke, den meisten ist klar, was das jetzt wird. Ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf. Nein, so ging es nicht. Wie ging das denn nochmal? Turtle. Ach, da war eine Kiste, genau, die vergesse ich immer gerne. So. Und ein Eisen brauchen wir noch. Und jetzt brauche ich noch Diamanten dafür. Und dafür greifen wir mal auf das zurück, was ich noch habe. Euch schon mal wieder hochsortieren. Konnte man nicht sogar direkt Blöcke umwandeln? Scheinbar nicht, schade. Das dürfte genau reichen. 1, 2, 3. Ja, das passt. Der Minion Stone hält auch noch schön lange. Und zwar möchte ich jetzt, ich denke, den meisten ist es klar. Ein Mining Turtle. Vor allem deswegen, weil das Futter ziemlich mächtig ist, was mit dem, was es kann. Und währenddessen blinkt es ein bisschen im Hintergrund sehr angenehm. Und zwar möchte ich damit gerne das hier wegmachen. Rob wollte ich das nennen. Das ist nur die Frage, wie das hieß. Genau, dann heißt unser Mining Turtle jetzt Rob. Und unser guter Rob wird uns jetzt einiges an Arbeit erledigen. Denn der gibt Möglichkeiten. Möglichkeiten, die ich so noch nicht habe bisher. Und es gibt auch gleichzeitig die Möglichkeit, hier ein bisschen zu chunkloaden. Und den Peaceful Table arbeiten zu lassen. Denn Rob kann, das sollte zumindest, Kobalt und Ardite schon abbauen können. Dementsprechend suche ich mir da gerade ein bisschen was von. Ich bin nämlich nicht gut drin, mir zu merken, wo das war. Das war ein Gast. Zum Glück kann mir der erstmal nichts. Hier sind interessante Dinge, aber nicht das, was ich suche eigentlich. Du musst nämlich noch Quarz. Kann man direkt mal mitnehmen. Aber noch kein Kobaltkanal. Ich brauche, glaube ich. Ich glaube, das mischt sich 1:1 zu einem Menylium, was ich ja als Ziel dann habe, überraschenderweise. Hier wird einiges, was sich prinzipiell lohnen würde, mitzunehmen. Aber nichts davon ist das, was ich jetzt zwangsweise haben will. Außerdem werde ich mal eben Portal ganz zum Nutzen ziehen. Sehen, ob ich das hinbekomme. Genau, so. Das war schon mal ein Stück. Möchte ich nämlich gerne ein Portal hier lassen. Und da vorne ist eins. Dass ich einfach schneller wieder hinter zurückkomme. Und zwar stellen wir uns jetzt hier hin. Mal sehen, ob ich es auf die Schnelle richtig hinbekomme. Ja, funktioniert. Und warum ist es weg. Das sollte eigentlich nicht passieren. Eigentlich sollte der in der Lage sein, das abzubauen. Wir probieren das mal kurz an Netherrack. Da geht es. Es kann sein, dass der das extra so programmiert hat, dass es damit nicht geht. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich werde das nochmal in einem Kobalt probieren.
Weil dann muss ich mir die Mühe machen, das wirklich richtig abzubauen. Schade. Ich dachte, ich könnte mir dann den direkten Weg zum Menylium machen, um damit eine richtig gute Spitzhacke zu bauen. Ohne dafür vorher lustig Dinge zusammenmischen zu müssen. Aber wie mir scheint, geht das nicht mehr. Da ist noch eins. Ich probiere das einfach auch gut zur Verschwendung, wenn es dann nicht geht, aber... Nee, das kriegen wir nicht. Okay, das heißt, das funktioniert gar nicht. Schade eigentlich. Gut, ich bin so nah dran, dass ich das Portal jetzt wohl nicht brauche. Dann kann ich das damit schon mal nicht machen. Dabei war das die Hauptfunktion, die ich eigentlich als erstes erledigt haben wollte. Ja. Dann werden wir auf jeden Fall noch was anderes machen. Oh, Spiel fand ich wieder... Achso, die hat ja wahrscheinlich beim Wechsel sowieso geschlossen. Hoffe ich zumindest. Oder wir haben sonst dann einen Schrank geladen, was auch ganz lustig wäre. So. Und zwar bräuchten wir jetzt einen kleinen Raum dafür. Nehmen wir den Hammer mit aus, den möchte ich... Wir haben kaum noch Glas, oder? Ja, wir haben kaum noch Glas. Ich sollte doch die Schaufel mitnehmen für das, was ich vorhabe. Denn ich hatte das hier ja irgendwo schon mal ausgehoben. Und da sieht man dann nämlich, wir kommen hier nach draußen. Und das möchte ich da halt mal eiskalt für nutzen. Und zwar machen wir dann hier... Das Ganze noch einen breiter. Hört hier auch immer noch das Portal an, aber das ist ja total egal. Nee, der war falsch. So, wie mache ich das mit der Decke? Ich glaube, die mache ich einfach zu. Ziemlich so quasi ein kleines Außenkabuff. Und dich machen wir mal weg. Brauchen noch ein paar davon. Und brauchen unser Glas gleich. Hier könnt ihr eigentlich schon mal wieder weg. So viel brauche ich nicht, aber egal. Kann jetzt auch ruhig dunkel bleiben, das ist alles in Ordnung. Theoretisch gesehen könnte ich hier auch eine kleine Geheimtür raus einbauen. Und wir, ich glaube, wir machen das hier... Ja, wir machen das hier anders. Das ist zwar Glasverschwendung, aber... Wenn ich das ganz cool finde, machen wir das nur so breit. Und lassen hier wirklich die Möglichkeit für eine Tür. So, das heißt, wir brauchen dann die Tür. Wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar brauche ich davon welche. Nee, so aber nicht. Und ich möchte gerne die beiden mithaben. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und hier brauchen wir das.
Siehst du, hier runter geht was sowieso so geplant. Ich wollte aber eigentlich nicht runter segeln. Aber ich würde das Aluminium gerne haben. Haha. Aluminium haben wir auch noch nicht viel. Glaube ich, zumindest. So. Das hier wird durchgehend. Nee, das ist so rum, nämlich genau eben noch nicht richtig, denke ich. So dürfte das passen, so wie ich mir das vorstelle. Außerdem brauchen wir hier einen Platz für Rob und da einen für eine Truhe. Und da würde das lustige Rätsel raten, was der Doc sich da schon wieder überlegt hat. Und was er sich dafür noch alles holen muss. Du kommst da dazwischen. Ist zwar doof, dass man sich so ein bisschen die Sachen erstmal die Blöcke auseinandernehmen muss, wenn man dort arbeitet, aber ich finde das an sich schon super praktisch. Die Sachen einfach in kompakterer Form lagert und die da auch direkt passend dafür rauskommen. Und zwar, wie rum verteile ich das? Ich denke mal, den machen wir dahin. Ja, das ist richtig herum. Und den mache ich dahin. Leider schade, dass es da unten zusammenfließt. Ich hätte lieber erreicht, dass das... Warte, vielleicht können wir das ja noch ein bisschen nachhelfen. Ich würde einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Und das einfach mal ein bisschen runterfließen lassen. Mal sehen, wie es aussieht. Ansonsten könnte ich auch den raushauen, dass der beide runterfließt. Das müsste ja theoretisch gesehen funktionieren. So, dann fließt er in beide Richtungen. Weil hier drin geht es natürlich stückweise zusammen. So, und Rob bekommt jetzt... Did start up. Das dürfte auch so schnell gehen, dass das ohne Probleme klappt. Ich hoffe, ich kann die Syntax noch. Oh, und ich merke gerade. Ne, ich werde eben kurz was nachgucken müssen. Entschuldigt mich mal für einen kleinen Moment. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das kann weitergehen, denn mir ist aufgefallen, der ist hier falsch. Und ich hätte den Stein da vielleicht noch nicht hin platzieren sollen. Denn wir brauchen hier noch einen Turtle.DropUp. Das muss klein. Dann ein Sleep für 2 Sekunden. Das dürfte passen. Und dann kommt der nämlich hier oben drauf. Jetzt ist die Frage, ob das funktioniert. Oder ob ich es falsch gemacht habe. While true do. Es kann sein, dass hier... Ein Semikolon brauchte der eigentlich nicht. Oder? Ich weiß, ich ist schon wieder so lange, dass ich mit Lua gearbeitet habe, dass ich mir gerade gar nicht sicher bin. Auf jeden Fall passiert nichts. Dann werde ich das Ganze mal kurz testen müssen. Also nochmal einen kleinen Moment. So, läuft wieder. Was war das Problem? Ich habe anstatt True Ture geschrieben und habe es natürlich auf die Stelle auch nicht gesehen. Passiert leider. Aber wir haben hierfür jetzt einen funktionierenden Cobblestone-Generator. Ich könnte den prinzipiell noch mit einem versehen. Oder einfach das aus dem Startup rausnehmen. Oder ihn halt, wenn ich ihn mich stört, abbauen. Aber erstmal soll der mir halt gut Cobblestone generieren. Denn ich möchte ja gerne sicherstellen, dass wir da... gut was haben. Jetzt soll ich die noch die 2 Eimer hinbringen und auslagern. Und damit haben wir halt einen normalen Cobblestone, vor allem, wenn ich damit dann bauen will. Ich wollte gar nicht hier hinlaufen, sondern zu den Kokoffen. Aber wir können die Zeit mal nutzen, um das hier wegzuräumen. Nee, das ist schon mit. Ihr seht, da geht hier richtig viel. Wahrscheinlich werde ich nach dieser Folge, wenn ich das ein bisschen laufen lassen will, hier direkt schon wieder Schwerter austauschen müssen. Was natürlich nur gut für mich ist. Ich habe halt immer noch keine Idee, wie ich das automatisieren soll, vernünftig. Obwohl wir das da, ich bräuchte halt, wie gesagt, außer mit dem Card, da könnte das klappen. So.
Wir bräuchten diese Railbeds, dafür brauchen wir die und dafür brauchen wir noch Slabs, genau. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Holz da. Oh, wir kriegen da... Wow, das ist ja umwerfend viel. Also ich kann jetzt genau einmal Rails machen. Also wenn man gleich 32 Stück gibt. Jetzt ist die Frage, warte ich auf noch mehr Coke? Nee, eigentlich nicht. Sondern wir nehmen unser Kart mit und gucken mal, was wir damit dann so machen können. Nehmen ein bisschen Kohle mit für den Anfang und Saplings. Gucken mal, wo ich das dann aufbauen will. Ich glaube, ich möchte da oben auf die Fläche drauf. Ich hätte mir noch eine neue Schaufel machen sollen. Oder die Gruppen. Ja, ich glaube, ich gebe mich mit normalen Schaufeln zufrieden, aber ich sollte mir Schaufel und Spitzhack auf jeden Fall noch neu mitnehmen. Ach nee, das reicht schon. Mache ich jetzt? Ach ja, ich hatte noch ein Holz über, ich habe auch noch Slabs über und Dinge. Da sollte ich vielleicht mal ein bisschen was hier lassen. So. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ich mir da nicht einen hübschen kleinen Baumfarm-Konstruktor bauen kann. In Betrieb nehmen kann ich noch nicht, dafür fehlt mir noch ein bisschen was, fällt mir gerade mal so wieder ein. Aber das ist schon mal ein Anfang. Den da oben drauf, ja, doch, die Idee gefällt mir wohl. So. Sieht denn das hier von der Fläche? Ach, hier ist ja schon gut Fläche, das ist ja in Ordnung. Da muss ich gar nicht so extrem viel umbasteln. Ich glaube, wir müssen halt einfach erstmal eine Ebene abtragen. Das dauert ja zum Glück nicht so lange. Gut, mit der anderen Schaufel würde es schneller gehen, aber ich finde die zum Bauen auf Ebenen immer doof. Ich nutze das lieber zum Tunnelbuddeln, wenn ich es nutze. Weil da muss man, wenn man auf einer Ebene arbeiten will, muss man so geschickt zielen, sonst baut man sich gleich alles ab und guckt dann hinterher doof. So. Dummdi-dummdi-dumm. Ist jetzt nicht so spannend, aber haben wir immer wieder. Ich bin an sich aber sehr zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Ich habe schon doof geguckt, als ich gemerkt habe, ich würde wahrscheinlich für die vernünftige, dauerhafte Farm Stahl brauchen. Und da hast du nicht gesehen. Dafür geht das so doch noch recht gut. Auch wenn ich sagen muss, Railcraft macht das schon ein bisschen schwierig. Aber ich brauche zwangsweise jetzt als nächstes eine Holzproduktion. Denn sonst geht mir das Holz aus. Ich habe ja so jetzt... Das ist der letzte Rest Holz, den ich habe. Gut, hier stehen noch ein paar Bäume, aber immer per Hand Bäume hoch und runter hauen ist ja auch doof. So. Mal sehen, ob das reicht. Ja, passt doch ziemlich gut. Passt genau. Da haben wir schon mal unser Kart. Das wurde schon ein bisschen angeschlossen. Halt! Das sollst du eigentlich eher nicht. Im Woodcutter muss wahrscheinlich das rein. Ja, jetzt bist du hier nämlich einmal rumgefahren. Und im Smelter sollte ein bisschen Holz rein. Und ich weiß, dass es auch Varianten gab, die man ihm sagen konnte. Disabled erstmal. Ihm sagen konnte, wie viel er wo mit zu machen hat, dass er sich nämlich hinstellt. Sagen, der Smelter arbeitet schon. Und dass der das dann hier für die Engine nimmt. Hoffentlich. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen was. Ich habe das nämlich bisher auch nur bei Direwolf gesehen, zuletzt. Und der hat, es kann auch sein, dass das, warte mal, es gibt einen, wahrscheinlich hat der den Advanced Smelter genommen. Das Problem ist nur, dass wir dafür halt mehr Diamanten gebraucht hätten. Und also fürs nächste Kart geplant. Heute hüppeln wir erstmal wieder runter, denn ich bräuchte noch den Cargo Manager.
Aha, der braucht dann Eisenplatten. Nee, da hatten wir die drin, die kleinen. Wir haben ja auch so viel Eisen über momentan. So, dann hoffen wir mal, dass das dafür reicht. Das brauchen wir in der Mitte. Redstone. Nee. 3, 4 Stück waren das, glaube ich. Genau. Haben wir hier dieses Dynamic-Ding. Dann brauchen wir mittlere und große. So. Ist die Frage, müssen die so rum oder andersrum? So, Cargo Manager haben wir. Der reicht auch erstmal. Ich werde das dann auch noch beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal automatisieren müssen. Wahrscheinlich eher beim nächsten Mal. Aber damit kann ich prinzipiell schon mal gucken, ob das theoretisch gesehen funktioniert. Wenn ich jetzt Pech habe und feststelle, ich bräuchte zwangsweise einen Advanced, dann muss ich halt, weiß ich ja, was ins nächste Card reinkommt. Aber dafür würde ich wahrscheinlich warten, sagen, der hat, na, die Modulkosten gehen sogar noch. Weil ich glaube, bis 50 oder bis 60 geht in so ein Standard-Casing rein. Wenn es nicht geht, muss ich mir sonst erstmal irgendwie mehr Diamanten zusammenfarmen und ein bisschen obsidieren und dann zur Not bis dahin so Bäume hauen. Das werden wir dann beim nächsten Mal aber sehen. Ich würde den jetzt gerne noch aufbauen. Und normalerweise braucht er, glaube ich, auch eine Track davor. Da bin ich mir aber nicht sicher. Wir nehmen uns jetzt mal so, dass ich den hier hinbaue. Und Slots in den Cargo Manager. Und wir hätten hier gerne getrennt. Denn hier möchte die Kohle möchte gerne in die. Ne, die Kohle möchte ich nicht gerne in die Engine. Habe ich hier einen Smelter zur Auswahl? Sonst wir können im Prinzip alles zur Engine sagen. Und dem hier erst einmal Fuel geben. Dann ab dafür. Oh, doch, er fährt. Ich dachte schon, er würde mit den Truhen nicht daran vorbeikommen. Zutrauen würde ich dem das. Das ist gar nicht das Problem. Und er macht mir währenddessen hier Holzkohle. Die packe ich schon mal damit rüber. Die könnte ich dann mit dem Cargo Manager hier automatisieren. Hoffe vielleicht, dass ich bei Rot rausziehe und bei Gelb vorbei. Das probieren wir mal eben noch. Eine Truhe zusammen. Ich habe da so eine Idee. Ich weiß nicht, wie viel des Holzes direkt zur Holzkohle gemacht wird. Im Prinzip jetzt schon mal Holzkohle haben gut dabei. Weil ich vielleicht auch nur so viel mitnehmen sollte, wie ich brauchen werde. Und eine Kiste. Auch wenn die wahrscheinlich zu klein sein wird auf lange Sicht, aber ist ja auch erstmal nur ein Test. Gibt's eigentlich ein, Moment mal. Ist ein Fertilizer-Modul, ja. Da wir mittlerweile Zugang zu Bone Meal haben, wäre das für das nächste Card auch eine Option zu sagen, wir packen ihm da eins mit dran, damit er schön schnell produzieren kann. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell die Bäume da oben dann wachsen. Oder ob es vielleicht intelligent gewesen wäre, einfach schon mal selber Fertilizer mitzunehmen dafür. Um das einfach testen zu können, bevor mir das Card komplett leer läuft. Du gehst mal eben aus. Ist hier schon etwas drin? Nein. Wir nehmen hier die rote Seite.
Wir brauchen mal einen davon. Wo ist die Stirling Engine? Ich hätte es nicht gesagt, die habe ich unten gelassen. Ah, super. Blau, geht der bitte wieder rein. Dann kann ich mir direkt mal ein bisschen Fertilizer mitnehmen. Dann können wir das wenigstens testen heute. Dann mache ich damit auch die letzte Aufnahme für heute. Und werde dann erstmal ein bisschen hochfahren. Ich habe sowieso gut Vorrat momentan. Ich glaube, wir sind bei Folge 11 und bis Folge 4 ist veröffentlicht. Das heißt, ich habe zumindest genug Vorlaufzeit für das, was ich mache. Ja, dich habe ich glatt vergessen. Ich habe sogar schon Bone Meal da. Habe ich da schon mal was umgewandelt von? Ja, stimmt. Ich hatte von den Knochen schon mal was umgewandelt, um irgendwas zu testen, glaube ich. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Sogar ein Goldhelm. Das Problem dürfte sein, ich müsste die so Goldrüstung und sowas müsste ich komplett wieder zusammenlegen und dann habe ich vielleicht eine Chance, eine Mod irgendwann die wieder auseinanderzunehmen. Das wäre ganz cool. Ansonsten bringt mir so Goldrüstung eher wenig. Leider gibt es ja bei Equivalent Exchange noch nicht die Möglichkeit, wieder zu sagen, okay, ich wandle das in EMC um und kann mir dann wieder was anderes draus machen. Da freue ich mich schon drauf, wenn er das System funktionierend hinbekommt. Denn sie haben ja ein Logiksystem programmiert oder sind da dran, das dann halt erkennt, was quasi die teuersten Kostenverhältnisse sind und dann immer die verwenden. Was ich persönlich nur fair finde und eine gute Lösung dazu, weil dann ist es halt nicht mehr so überpowered, wie es bisher sonst immer war. So, hier muss einer mal weg. Lass gerne da wieder mit rein. Bevor wir dich anmachen, hauen wir dir hier mal ein paar Bäume hoch. Das ist auch der Grund, warum ich hier keine Solar-Engine nehmen kann, auch wenn die normalerweise tagsüber natürlich super praktisch wäre, aber die würde dafür sorgen, dass das Kart nicht mehr fährt, weil es nicht genug Himmel bekommt. So. Warum kommt der da jetzt nicht voran? Hallo, weiterfahren. Jetzt zwei Äpfel. Verbraucht reichlich. Ah, er schneidet den Baum so ab, okay. Wenn ich das jetzt hier reinlege, wird es da rausgesaugt, nicht wahr? Ja, das war der Plan. Und die Holzkohle kommt nämlich wieder da rein. Das lasse ich mir einfach mal mit da. Und er produziert hier ja momentan Holzkohle, denke ich mal. Ja, und die packt er sich erstmal hier ins Lager rein. Je nachdem, wie schnell er arbeitet, dürfte er prinzipiell auf Dauer mehr Holzkohle als anderes bekommen. Aber wir werden sehen, wie schnell er damit arbeitet, wie viel Holz er mir dann hier rausgibt, wie viel Holzkohle er hier rausgibt. Wenn das erstmal eine Holzkohleproduktion ist, ist das ja schon mal ein Anfang. Auch wenn ich ich will eigentlich gar nicht so viel Holzkohle auf Dauer da haben. Kann man den Smelter irgendwie, ja, den kann man disablen. Und er hält hier nicht an. Das fehlt also noch. Das müssen wir dann beim nächsten Mal noch bauen. Ich disable dich erstmal noch. Und wir machen da beim nächsten Mal dann weiter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dann, Leute. Macht's gut.